Oh, so. Lang ist's her. Und es ist mal wieder Zeit für eine Folge Fernfahrerwoche. Oh. Ja, wir haben heute Sonntag. Und ich wollte ja eigentlich ein paar Videos aus meinem Urlaub fabrizieren. Hab's aber nicht hingekriegt, beziehungsweise das, was ich gemacht habe, war so kurz und so auseinander, also zeitlich, dass ich da nichts gemacht habe. So, was fällt euch denn hier auf den ersten Blick? Die Sonnenblende ist getauscht. Ist jetzt hier eine neuere dran. Ein bisschen tiefer. Die auf Instagram mir folgen, haben das schon gesehen. Und die Fernscheinwerfer sind rausgegangen. Also ich habe nur noch 2 Fernscheinwerfer statt 4. Dann habe ich an meinem Container weitergemacht. Da bin ich aber nicht weitergekommen, dank der aktuellen Situation mit Rohstoffversorgung. Also ich habe zwar Holz bekommen im Baumarkt, aber ich hätte jetzt nur für den Boden 300 Euro bezahlt für die Holzbretter. Deswegen habe ich da auch erstmal das Ganze zurückgestellt, aber ich muss jetzt halt mal gucken, wie ich das mache. Ist halt einfach ein Haufen Kohle, ne? 300 Euro bloß für so ein paar Holzbretter, für, ich glaube, 8 Holzbretter sind es, 300 Euro, war mir dann doch ein bisschen zu viel, aber vielleicht mache ich es einfach trotzdem, ich weiß es noch nicht. Ansonsten, ja, dann war noch jemand da, der hat mein LKW ein bisschen bearbeitet, optimiert. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das dann verbrauchstechnisch so bemerkbar macht. Ja, sonst geht es weiter bei dem alten neuen Kunden der GSG. Und kleinen Augenblick noch, muss das hier noch ausrichten. Ja, genau, GSG. Und ich habe ja gedacht, ich mache jetzt schön wieder mit viel, viel toller Abwechslung. Und jetzt fahre ich diese Woche wieder eine Linie. Aber ja, also so viel, richtig viel Abwechslung wird es dann doch nicht. Ich hoffe, ihr seht es nicht so übel, dass momentan irgendwie relativ repetitiv ist und immer das immer die ähnlichen Touren sind. Aber ich denke mal, dann die Woche drauf wird sich das wieder ändern. Schau mal, ich fahre jetzt tanken, denn der Preis ist ganz gut. Ich habe in meiner App geguckt und fahre dann zur GSG und morgen geht es um 6 Uhr oder 5.30 Uhr da dann weiter. Ich habe mir für zu Hause einen neuen bzw. einen Fernseher gekauft. Ich hatte davor nämlich gar keinen bei mir. Und dann habe ich meine eigenen Folgen da mal angeguckt und ich muss sagen, so die Qualität ist ja schon erstaunlich gut von diesen GoPros. Da war ich also wirklich positiv überrascht davon. Und ja, jetzt gucken wir mal, da habe ich dann nämlich gesehen mit der Sonnenblende. Also ich hoffe mal, das geht jetzt trotzdem so, auch wenn die jetzt tiefer ist. Ich meine, ich habe es jetzt nicht lackieren lassen, den unteren Teil, das wäre schon auch noch gegangen. Aber dann könnte man da halt gar nicht mehr durchgucken. Also ich bin mal gespannt, wie nachher die Kommentare sind, ob es Leute stört oder nicht. Weil es doch ein ganzes Stück nach unten gekommen ist von der Position. Gut. Die Tanks sind einigermaßen gefüllt, so gut es halt geht, mit meinen Netzen. ich hänge fest. Jetzt 1,33 hat der Tankfüllung gekostet jetzt. Ja, schön wäre es. Also der Liter hat 1,33 gekostet. Jetzt gebe ich das hier noch in meinen Spritmonitor ein. Dann sind wir da auch wieder auf Kurs. Ja, stimmt ziemlich genau auf 34,5, sagt mir jetzt mein Spritmonitor. Und hier ist er auch bei 34,5, glaube ich, vom Stahlfahren. Na? Welchen habe ich da? Ja, 34,9, sagt er hier. Kommt also einigermaßen hin.
ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt mit dieser Optimierung entwickelt, wo man da hinkommt. Und ansonsten, ja, schauen wir einfach mal, wie das dann nächste Woche alles dann funktioniert mit dieser komischen Linie. Da wäre ich auch schon in Gosbach und guck mal, was da steht. Oh, mein alter Auflieger. Ach ja. Ja, was heißt mein alter Auflieger? Der gemietete Auflieger von der GSG, den ich lange Zeit dran hatte, aber diese Woche leider nicht. Also noch nicht. Gucken wir mal, ob ich nicht demnächst dann wieder umsatteln kann. Ich kriege jetzt erstmal den blauen. Das beißt sich natürlich mit meinem schwarzen LKW. Ja, ansonsten AdBlue tanken, aufsatteln und dann Feierabend. Ja. Es ist Montagmorgen, 5 Uhr. Ja, 5.30 Uhr. Machen wir uns mal auf den Weg zum Laden. Und dann schauen wir einfach mal, wie diese Linie so läuft. Hier jetzt nochmal umgebaut. Genau. Düsen wir mal runter. Ist nur 20 Minuten von hier. Genau um 6 Uhr sollte ich da sein. Passt also jetzt perfekt. Ich bin jetzt hier in Geislingen. Jetzt frage ich da mal kurz nach. Der guckt schon, als ob er weiß, wer ich bin. Oh! Jetzt habe ich mir hier mein schönes, neues, frisches Diesel-TV-T-Shirt versaut. Da war es so warm in dieser Halle. Heieiei, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Oh, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen, Abkühlung. Ich habe jetzt geladen so Staplergewichte, 25 Tonnen. Beziehungsweise meine Waage, nee, meine Waage, die spinnt noch. Das stimmt nicht, was du da anzeigst. Jetzt geht's runter. 23,7, ja, sieht realistischer. Also gute 24 Tonnen, sagen wir jetzt einfach mal, geladen. Jetzt gebe ich mal die Adresse ein. Müsste ich eigentlich in einer Rutsche jetzt noch schaffen von hier aus. Boah, bin ich verschwitzt. Junge, ich brauche Abkühlung. Genau, das geht jetzt nach Weilbach. 63937 Weilbach. Ich bin vorhin auch gar nicht in die Halle gekommen. Also ihr seht, ich bin noch etwas im Urlaubsmodus. Also ich musste noch mal ansetzen, um in diese Halle zu kommen. Profi halt, würde ich mal sagen. Absoluter Profi. Titan Dealer. Habe ich gesagt, gell? 63937. Genau. 20. Oh, der sieht schon wieder nach Dorf aus. Aber eigentlich, also es müsste eigentlich reichen, weil er hat gesagt, normal schafft man anderthalb Mal diese Runde am Tag. Ja, 200 Kilometer, hajo. Wenn es noch nicht so aussieht. Weil irgendwie, also zu mir hieß es halt, es ist bei Aschaffenburg, aber Aschaffenburg ist ja noch ein ganzes Stück von da. Aber gut, wird schon passen. 3 Stunden von hier, das schaffe ich auch noch in der Lenkzeit jetzt. So, jetzt müssen wir hier noch mal gucken.
steht hier ein bisschen über Land. Das Gute ist, ist Landesstraße. Die sind ja noch mautfrei, aber sie wollten ja bei mir hier in Baden-Württemberg jetzt auch noch die Landesstraßen mautpflichtig machen. Also Bundesstraßen sind jetzt ja schon 2-3 Jahre, die Landesstraßen noch nicht. Aber ist immer nur eine Frage der Zeit, wenn was umsonst ist, bis es dann auch was kostet. Ich habe aber das so verstanden, dass sie da wohl wieder von abgekommen sind oder so. Aber ja, also wenn das einmal Thema ist, dann kommt es auf jeden Fall irgendwann. Ich bin jetzt gleich in Weilbach, beziehungsweise ich fahre jetzt aus Weilbach raus. Das Industriegebiet muss wohl hier rechts sein, da steht auch was. Eisenwerk. Ja. Da ist Linde, alles klar. Ich habe die Staplergewichte gar nicht gezeigt, also ich habe tatsächlich das, was hinten an dem Stapler dran ist. Also man sieht es wahrscheinlich auch gleich da auf dem Hof stehen. Jetzt habe ich wieder nicht die Dinger gezeigt, verdammt. Wobei ich kann es ja hier außen zeigen. Ich habe jetzt sowas geladen wie das, was da liegt. Also praktisch die Staplergewichte in alt, in unbearbeitet. Und dann, wenn ich gleich zu... Eine Sache habe ich komplett vergessen. Ja, und mittlerweile ist es fast zu warm schon für lange Hose. Mein Thermometer hier sagt 25 Grad. Also es fühlt sich jetzt nicht ganz wie 25 Grad an, aber ja, und was ist sonst? Habe ich eigentlich erzählt, dass mein Kippzylinder undicht ist von der Kabine? Ich glaube nicht, oder? Also ich hatte die Kabine gekippt, um die Sonnenblende zu montieren. Geht dann halt einfacher. Und habe die Kabine dann wieder runtergelassen. Ja, und seitdem habe ich immer einen schönen Ölfleck unter dem LKW. Ich muss aber im nächsten Monat zur SP und dann lasse ich das einfach bei der SP tauschen, den Kippzylinder, die SP machen, und dann muss ich mit denen noch sprechen wegen meiner Standklimaanlage. Die geht ja auch nicht mehr, ist kaputt. Weiß nicht, woran es liegt. Die Sicherungen sind alle okay, aber die geht einfach nicht mehr an. Also vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, was das sein könnte, abgesehen von Sicherung. Und ansonsten tausche ich die vielleicht auch aus. Ich meine, die ist schon 5 Jahre alt. Da kann man eh mal eine neue drauf machen. Dann läuft die wieder gescheit. Genau. Das sind mal noch so die Sachen, die noch anstehen am LKW. Ansonsten der Rest funktioniert. Ich habe ja groß angekündigt, oh, nach meinem Urlaub geht es wieder los mit Abwechslung und bla bla bla. Und jetzt habt ihr wirklich 3 Wochen. Ja, also ich habe 2 Wochen Urlaub, aber bis dann wieder die Videos losgehen, ist ja noch mal eine Woche Pause. 3 Wochen gewartet und bestimmt alle haben gedacht, oh, endlich wieder Abwechslung, endlich keine Linie mehr. Und was kommt wieder? Es kommt wieder Linie. Also, big sorry von mir nochmal dafür. Aber das wird ja nicht so bleiben. Was soll ich sagen? Ich war ja gerade bei der GSG, weil ich noch ein bisschen warten muss. Beziehungsweise die mussten kurz klären, ob ich direkt abladen kann oder nicht. Und ja, es sieht gerade nicht so wirklich gut aus, als dass ich direkt noch laden könnte nachher. Also abladen und laden jetzt sofort. Ja. Oh nee, da ist außerdem so eine verschissene Fliege hier im LKW. Die kriege ich nicht raus. Die taucht natürlich immer dann auf, sobald ich fahre. Wenn ich stehe, dann ist er natürlich versteckt, das blöde Mistviech. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal kurz darüber. Lade ab und dann drückt mir mal die Daumen, dass ich gleich wieder laden kann, weil ich verspüre wenig Lust, den ganzen Tag jetzt da rumzustehen. Ja, aber wir werden es ja sehen. Ich habe außerdem noch mit dem Steffen geredet und habe mal gefragt wegen dem, also ihr könnt euch doch noch dran erinnern, als ich hier angefangen habe zu fahren und den schwarzen Ködel bekommen habe, dass ich gesagt habe, dass da noch ein anderer kommt, ohne Keulmulde dann.
Und da habe ich jetzt mal gefragt, weil es hieß zu mir, mein letzter Stand war, der kommt im Juni. Wir haben jetzt ja Juni. Aber wie ihr euch sicherlich denken könnt, ne, geht natürlich nicht. Frühestens September. Ja, aufgrund der ganzen aktuellen Situation halt. Also der Stefan hat mir auch erzählt, der hat LKWs bestellt und die können die teilweise gerade nicht liefern mit der Ausstattung, die er bestellt hat, weil die Teile fehlen. Ja, also Steuergeräte fehlen und sowas. Also es ist wirklich gerade völlig Banane alles. Also es gibt eine gute Neuigkeit und eine schlechte. Die gute zuerst, habt ihr schon gesehen, die Haare sind nass. Also wie gesagt, ich habe geduscht. Und die schlechte ist, ich kann erst morgen früh laden. Weil hier ist gerade irgendwie auch der Kreislauf durcheinander. Also eigentlich ist es so gedacht, dass hier praktisch immer eine Ladung fertig ist. Aber irgendwie sind jetzt alle LKWs heute anders gekommen als geplant. Und ja, ich weiß es auch nicht sicher, aber auf jeden Fall soll ich jetzt 9 Stunden Pause machen. Und dann morgen früh um 1 Uhr halt laden. Und dann wird es also jetzt so ein komischer Nachtschicht, wie auch immer, Rhythmus. Genau. Und, das war ganz witzig, wurde nämlich, also die Dusche hat mir nur der Zuschauer ermöglicht. Ich wurde nämlich, ach mal wieder, ja, man kennt's, erkannt von, und diesmal, also diesmal, sonst noch irgendwas? Ach so, ich wurde ja mal wieder erkannt. Man kennt's. Diesmal aber nicht von irgendjemand. Nein, es ist der Sohn vom Geschäftsführer, von dem Kunden von der GSG. Also für den ich gerade war. Der hat mir das auch mit der Dusche und sowas gezeigt und ermöglicht. Ja, ganz witzig. Aber da sieht man wieder, wer hier alles meine Videos guckt. Also es ist wirklich durch die Bank verschieden. Was echt witzig ist irgendwie. Ja, es ist hier 1 Uhr morgens. Es war jetzt natürlich, sage ich mal so, nicht wirklich optimal. Das Wetter ist unangenehm, um im LKW zu schlafen. Also vor allem, wenn man keine Standklimaanlage hat, das ist nämlich so richtig schwül. Dementsprechend habe ich geschwitzt und auch nicht so wirklich viel geschlafen. Bin aber trotzdem einigermaßen fit. Das ist halt immer, wenn man aus so einem normalen Tagesrhythmus dann mitten wieder in die Nacht muss und nachts fahren muss. Ja, aber ich hoffe mal, dass ich das heute, also im Laufe des Tages dann wieder einpendelt mit der Nachtfahrerei. Also dass ich dann praktisch jetzt einmal hoch, wieder runter und dann müsste ich theoretisch sogar noch einmal wieder hochkommen. Ja, weil dann bin ich mittags praktisch wieder oben. Ja, wobei, dann bin ich auch, da komme ich auch nicht in den Tagmodus rein. Verdammt. Naja, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich das irgendwie wieder eingedeichselt, ne? Dass ich wenigstens erst nachmittags oder abends zum Stehen kommen und dann nachts schlafen kann und nicht so komisch, weil das einfach unangenehm ist, ne? Wenn man nicht nachts schläft, wo es einigermaßen kühl ist, sondern dann tagsüber rumsteht und heute hat die Sonne nicht mal stark gescheint und ohne Standklimaanlage ist es echt bah. Ah ja, mal gucken. Ich habe jetzt wieder geladen. Boah, aber hier, gut, ich habe auch noch kurz mein Gesicht sauber gemacht mit Wasser, aber ich habe auch wieder geschwitzt hier, Junge. Oh, das ist echt hardcore hier. Weil das halt in dieser Halle so warm ist und draußen ist es so schwül. Also, man ist immer durchgeschwitzt. Oh, es ist 5 Uhr, ich bin jetzt schon wieder hier in Weilbach. Hin und her, hoch und runter. Kennt ihr ja mittlerweile. Freddys Wiederholungswoche. Und die Klingel ging natürlich nicht, weil ich jetzt außerhalb der Öffnungszeiten da bin. Aber bin ich aufs Gelände gelaufen und habe jemanden gesucht. Und ja, ein
niemand gefunden. Dann bin ich zurück zum LKW, dann stand einer da mit dem Stapler. Jetzt klappt es also. Die Ware, die ich zurücklade, ist irgendwie auch schon fertig. Das heißt, ich lade jetzt gleich ab, lade direkt wieder. Na, so wird Geld verdient, aber halt nicht für YouTube. Ne? Ja, so wird nur, wird nur mit dem LKW Geld verdient. Aber ja. Ich habe schon wieder geladen. Jetzt habe ich euch wieder nicht die geputzten Teile gezeigt. Aber es gibt ja bestimmt den Gießerei-Experten in den Kommentaren. Der kann mir ja mal erklären, wofür man den Sand hier braucht, wenn man was gießt. Weil ihr seht, der ist hier überall verteilt. Und ich frage mich, wofür der bei einem Gießerei-Prozess ist. Ich schätze mal, der hat was mit der Temperatur zu tun. Aber das, ich habe ja für alles irgendeinen Experten, der hier zuguckt. Da bin ich also gespannt auf die Auflösung. Fahre ich jetzt gleich wieder runter, bin ich um 9 Uhr unten. Dann hoffe ich, dass ich heute unten auch wieder laden kann direkt. Und nicht, dass ich dann nachher da um 9 Uhr stehe und den ganzen Tag Pause machen muss oder kann oder soll oder wie auch immer. Das wäre wirklich kacke. Aber vielleicht hat sich jetzt ja wieder ein bisschen eingependelt. Er hat halt gesagt, momentan zu wenig LKWs und deswegen ist auch bei denen hier der Sohn vom Geschäftsführer, mit dem ich gestern gesprochen habe, deswegen ist auch bei denen momentan der Logistikprozess ein bisschen durcheinander gekommen, weil er hat halt gesagt, normal haben die immer direkt Rückladung, nur halt, weil sie jetzt gerade keine LKWs haben und kriegen, ist alles eben chaotisch. Genau. Wenn ich aber nachher laden kann, dann muss ich gucken, dass ich gleich duschen gehe da unten, weil ich glaube hier oben, ich weiß nicht, ob die hier eine Dusche haben. Wahrscheinlich schon, aber keine Ahnung, ob ich die benutzen darf. Das ist immer so ein bisschen die Sache bei diesen Firmen. Ja. Sonst noch was? Blö, eigentlich nicht. Ich vermute mal, hier hat's knallt. Ich weiß es nicht, weil da sind gerade schon zwei so Autos von der Straßenmeisterei gekommen, aber jetzt scheint es irgendwie wieder zu laufen hier. Ich weiß es nicht wirklich, weil hier ist auch noch eine Baustelle. Also mal gucken. Also, das vorne war irgendwie nur so der Übergang zu so einer Baustellenstau. Keine Ahnung, war ganz komisch, aber ja. Weit bin ich jetzt nicht gekommen. Jetzt kommt die nächste Baustellenstau und dann nochmal und dann nochmal. Also es ist wieder überall Baustelle. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Oh, also hier macht es echt keinen Spaß. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich vorhin als Ankunftszeit hatte, aber ich glaube irgendwas um 9.10 Uhr oder sowas, 9.20 Uhr. Also eine halbe Stunde jetzt schon, weil sie da vorne den Engelbergtunnel wieder mal richten müssen und ja, also man steht hier wirklich ewig. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Also jetzt mal ehrlich, jetzt ist hier schon wieder Stau. Oh, also vielleicht bin ich auch einfach nur verwöhnt. Ja, aber beim Blumenfahren, habe ich da einmal Stau gezeigt beim Blumenfahren? Ich glaube nicht. Beim Stahlfahren Stau? Hm, gab es auch nicht. Ja, hier jetzt halt schon. Naja, eilt ja nicht. Es eilt ja nicht. Haha! Zweimal gute Neuigkeiten. Ich habe die verschlimme Fliege losgekriegt. Und so wie es aussieht, haben sie sogar was zum wieder zurückladen. Das heißt heute 1,5 Touren. Das freut natürlich mein Geldbeutel. Ha, 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 ha. So, ihr könnt euch jetzt natürlich denken, was passiert ist. Und nein, es hat nichts mit einer Fliege zu tun. Alter, och Mann. Ja, natürlich gibt es keine Ladung jetzt. Ich kann also wieder heute Nacht da aufkreuzen, aber diesmal komme ich nicht um 1 Uhr. Weil jetzt ist es 12 Uhr, jetzt stehe ich den ganzen Tag hier rum. Und das Problem ist ja nicht mal, wenn ich jetzt hier wohnen würde, dann wäre mir das ja egal.
dann würde ich jetzt einfach heimfahren, weil genug Geld ist trotzdem verdient. Aber mich nervt halt die Rumsteherei jetzt den ganzen Tag. Ich stehe jetzt 8 bis heute Nacht, das sind ja 17 Stunden oder sowas von jetzt an. Das kannst du voll vergessen. Das ist ein richtiger Scheiß, um es mal ehrlich zu sagen. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall auf 3 Uhr da angemeldet, weil dann bin ich morgen erst später wieder hier unten. Und solange die keine Anschlussladung haben, wie gesagt, lohnt sich das auch überhaupt nicht für mich, da irgendwie früher anzufangen, weil ich dann ja eh den ganzen Tag hier rumstehe. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Geislingen. Ihr kennt ja die Route. Mir ist gestern aber noch ein kleiner Fehler passiert. Ich bin nämlich während meiner Pausenzeit, musste ich kurz vorfahren und hab mich aufgepasst. Jetzt bin ich gestern in meiner Pause 1 Minute gefahren. Ich stand ein bisschen blöd und ihr seht, jetzt sagt er mir hier, ich muss Pause machen, weil es jetzt mit meiner Pausenzeit eben nicht mehr passt. Naja, ich habe halt einen Ausdruck gemacht und draufgeschrieben, hier musste Parkplatz räumen. Man sieht auch auf dem Ausdruck ganz klar, ich hab den 3 Minuten bewegt. Ich wollte eigentlich kurz mit der Minutenregel, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich zu früh losgefahren oder zu lang. Und dann hat es halt meine Pause kaputt gemacht. Oh, ei. Also, ihr seht, es ist 4.30 Uhr. Ich habe jetzt die nächste Runde geschafft, also beziehungsweise hoch ausgeladen. Aber ey, also das ist mal okay, sowas. Aber langsam macht sich der Schlafmangel doch bemerkbar. Ja, jetzt muss ich halt mal gucken. Normal fahre ich jetzt nur noch runter und dann ist wieder Feierabend. Aber also der Rhythmus ist halt so. Ist halt so schwierig. Ich meine, wenn ich morgens um 8 Uhr anfangen würde, dann würde ich eine so eine Runde fahren bis 16 Uhr und fertig. Dann wäre das okay. Aber da immer so um 0 Uhr, 1 Uhr anfangen und den ganzen Tag rumstehen, das hat halt keinen Wert auf Dauer. Oh, die Sonne scheint. Ja, Mr. Diesel TV ist auch wieder gut gelaunt. Ich war so, und dann war ich abends noch essen mit dem Giovanni und dem Thomas. Der Giovanni ist der alte Fahrer von dem LKW hier. Und der Thomas ist Zuschauer von mir, der bei der GSG fährt. Waren wir noch beim Griechen essen, der war richtig gut. Aber ich war auch typisch Grieche dann. Einmal schön komplett. Da bin ich gestern nur noch ins Bett gefallen und vorbei. Und heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht. Jetzt wieder laden hier. Ich fahre heute nochmal die Linie. Heute und morgen, so wie der Plan ist. Und ab nächster Woche gibt es dann wieder andere Sachen. Und vielleicht dann auch mit meinem Auflieger. Also ich habe den Steffen gefragt, hat gesagt, ja, kriege ich schon wieder zurück. Ich war gerade noch tanken, weil ich brauche hier bei der Arbeit echt einen Haufen Sprit. Dadurch, dass man halt echt viele Strecken über Landstraße hat. Oh Gott, so. Warte mal. Ich muss kurz das Lenkrad gerade machen. Ich bin jetzt nämlich hier. Ihr seht's. 39,5. Das liegt vor allem, also natürlich am Gewicht, aber halt auch, weil eben da ein ganzes Stück Landstraße dabei ist und das macht halt wirklich den Verbrauch. Man hat wenig Rolletappen und so weiter, ständig hoch, runter, dann sieht es halt so aus. Jo, so, wie soll ich sagen, wo soll ich anfangen? Ich bin jetzt also noch einmal, ich weiß gar nicht, oder sagen wir es mal so, wo habe ich auch überhaupt aufgehört? Ich bin jetzt noch einmal hoch und runter gefahren. Jetzt kann ich aber erst morgen früh wieder laden.
Habe jetzt Feierabend bis, ja, ich muss mal gucken, bis vor 2, 3 Uhr, denke ich, lade ich wieder. Morgen ist ja Freitag. Gucke ich, dass ich ein bisschen früher, dass ich auch früh wieder hier bin. Und dann ist der eigentliche Plan, dass ich hoch und runter fahre und dann hier unten wieder lade und dann aber nach Hause fahre. Genau, und dann Montag von zu Hause hoch und dann aber wahrscheinlich was anderes. Vielleicht England oder so, müssen wir halt mal gucken. Oder vielleicht nächste Woche nochmal das Gleiche. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie und was und wo. Ne? Deswegen, ja, für diese Folge soll es mal gewesen sein. Tut mir leid, das war jetzt wieder hier Freddys Gleichfahrerwoche. Aber ja, wir werden sehen. Wird sich bestimmt bald ändern und dann schauen wir mal und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, ein Däumchen, ein Träumchen. Macht's gut, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Danke für die positiven Kommentare. Tschüss, Ade, Tschüssikowski, ciao, piep, piep, ich hab euch lieb. Bye, bye.